So selten, ich und Birgit hatten den noch nicht. Keine Chance. Wann ist despawn? Alter. Null. Null. Was null? Ganz ehrlich, ab jetzt ist Puff ich echt mir egal. Scheiß oh auf alles. Oh mein Gott. Ist halt kein Bock mehr, Mann. Was war das hier, Alter? Ja? Alter, was geht ab, Leute? Hör mir. Mit Alex am Start diesmal echt, in echt vor Ort. Oh mein Gott. Auf jeden Fall sind wir hier im Ostpark, bisschen triggern. Eigentlich habe ich nicht so Bock auf triggern, aber hier sind drei Kyoge. Also Kyoge nehme ich so oder so mit, also wieso nicht. Und ich war in der Nähe, war hier gerade Perch. Also München Perch, München Beste, Dachau tot. Dachau tot, Mann. Auf jeden Fall kamen echt heute richtig krasse Dinger rein. Ich komme gar nicht mehr nach Hause. Ich fahre nur von einem zu dem anderen. Also hier in der Nähe hatte ich gerade ein Anolith oder so geholt, 100. Läuft schon. Dann bin ich halt spontan hier. Ich habe gehört, die Jungs kommen auch. Wieso nicht? Alex leidet auch noch. Er hat auch noch keinen. Keine Einladung. Ach, kein was? Einladung. Ach so, nein, keine Einladung. Da leide ich jetzt. Also schauen wir mal. Natürlich kriege ich eine, Mann. Ich hab's echt verdient. Ich gar nicht verdient, Mann. Woran hast du verdient, Mann? Ich bin 14, was willst du? Schau, Hater, Neider, alles, Mann. Aber nicht legal, 14 wurden. Natürlich legal, nein. Mein Account lebt. Okay. Wurde er gebannt? Wurde ich gebannt? Noch nicht, oder? Ja, also. Oh, komm, was du Meldung willst du? Wo kein Kläger, da keine Strafe, oder wie? Wo kein Kläger, da kein Richter. Genau, oder so. Oh, yes, drei Bonbons. Mehr brauche ich nicht. Du hast schon einen 100er, gell? Ja. Der Wichser. Ich kenn's im 0, Mann. 98? Ja, ist aber auch gar nicht. Was hast du? Meins? Erster Raid 98. Mit erster Bazooka? Da war's noch Ding. Naja. Dieses alte Fangsystem, gell? Ja, man, bin ich auch. Also ich fang den jetzt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hab nicht mal großartig. Raid Nummer 2. Schmetterling. Ich hab den davor übrigens nicht gefangen. Traurig. Ich brauch die Bonbons. So. Musik. Auf zum dritten. So. Dritter Trigger. Neuer Pack. Richtig am Arsch der Welt. Perlach. Schauen wir mal. Ich zeig euch mal, was ich heute so gefangen habe. Verrückte Sachen. Den hier? Ja, ich hab sogar einen Arbeitsausweis dabei, aber leider nur von einem Jahr. Das war sogar, na, der zweite, den ich gesamt gefangen habe. Endlich Hydropi. Hat der Digga den. Ah, nee. Nicht zu voreilig. So. Und Loturze, der ist auch saftig. HP, Attack, Defense. Und dann halt den, aber der ist so wie Topsy. Raupi von Leo. Okay. Schauen wir mal. So. Wir haben gerade den Raid durchgerusht, weil 100er Tanzer gekommen ist. Eins von drei Gen 2 Pokémon, das mir noch fehlt. Richtig selten. Was sind die anderen zwei? Wohin genau und Togepi. Das letzte kam irgendwann, wo ich beim Rehorn-Nest war. Mit der geilen Szene, die ich gedreht habe, ihr wisst Bescheid. Und der kam dann genau bei uns zu Hause. Seitdem kam der nie wieder. Wir hatten Glück, wir sind genau um Punkt 0 angekommen, aber kein Wetterwechsel, also musst du noch da sein. Da ist er. Alter. Jetzt mal hier den fangen. Auf dem Rückweg zeige ich euch den Weg, den wir gegangen sind, das war echt Horror. Easy peasy. Oh mein Gott, ich hab's doch geschafft. Ja, du musst es zweimal schaffen, gell? Hä? Du musst doch zweimal schaffen. Keine Chance. Wann ist despawn? Ich bin hingefallen.
Und 100. Ich kann ja kein Ding sagen. Sieht man da alles? Hallo Birgit. Hallo, Hong. Servus. Hallo. Wann ist diesmal? Ja, Mann. Wann ist diesmal? 3 Minuten. Ach so. Nee, nur auch noch 98. Nicht. Oh. Ey, Jungs. Aber da ist er noch nicht nach. Oh. Ja, so. Tanzer, so selten. Ich und Birgit hatten den noch nicht. Weil ich vom letzten war. Das war letztes Jahr. So. Schaut euch diesen Weg an. Okay, das ist sogar der normale Weg noch. Der menschliche Weg. Ja, weil davor sind wir diesen Weg hier gegangen. Der Kollege hier vorne, unser Fahrer ist leider sogar ausgerutscht. Richtig tot. Vorsicht, Vorsicht. Alter. Vorsicht. Schaut euch das an. Ganz ehrlich, was Mann. Was ist los? Hat sich das Tanzer nicht gelohnt? Null. Null. Was null? Ganz ehrlich, ab jetzt ist Puffig echt mir egal. Scheiß oh auf alles. Oh mein Gott. Ist halt kein Bock mehr, Mann. Was war das hier, Alter? Ja? Du musst gar nicht lachen, Mann. Endtot. Was hat sich null denn, gelohnt. Alter, Tanzer, weißt du, wie selten? Endselten. Ich und Birgit hatten den noch nicht. Oh, endselten. Verpiss dich, Alter. Verpiss dich. Ab jetzt. Was willst du mehr? Du hast ihn gefangen. Puffer Lifestyle. Du hast ihn für Tati gefangen, dein Meister. Alles passt, alles gut. Ab jetzt spoofen. Spoofen. Jungs, spoofen, Alter. Wenn einer weiß, wie man spooft, schreibt mir auf Instagram, Alex der Berliner. Ab jetzt spoofen, Mann. Ja, ja. Schaut euch das an. Schaut euch das an. So. Alex ist nach Hause gegangen, er macht schlapp. Er hat übrigens eine krasse Idee. Und zwar gibt es hier diese Rolltreppe, wo an der Seite diese Dinger sind zum Saubermachen. Einmal runter, einmal rauf, Schuhe wieder sauber. Aber jetzt geht es erst richtig los. Robert ist am Start. Jetzt hat er Zeit. Perchen bis. Keine Ahnung, bis morgen. Irgendwann. So, das war ein Abenteuer. Aber das war eigentlich erst der Anfang. Weil danach waren wir die ganze Zeit nur noch auf Perch. Kaum geschlafen. Nicht mehr zu Hause gewesen seitdem. Aber ich zeige euch jetzt mal ein paar Highlights. Ein paar Sachen, die ich gefangen habe. Habe ich im Stream gestern schon gezeigt. Und dann natürlich auch auf Facebook und Instagram. Die Live-Stories, wer mir da folgt, war dann immer up-to-date, hat immer gesehen, was ich dann gefangen habe. Hier ein paar Kleinigkeiten, Flecken und Abra. Samstag, also das war der saftige Tag, das war der krasse Tag, wo echt eine Menge reinkam. Sonntag ist dann echt schwach geworden. Da haben wir dann halt eben diese Sachen hier geholt. Eigentlich nur, um die Sammlung ein bisschen zu verbessern. Wie zum Beispiel hier die Nidogans. Einfach, weil die ein hohes Level haben. Immer hier ein bisschen verbessert. Keine Ahnung, wieso wir den noch geholt haben. Aber okay. Ein paar Sachen für den Pokédex haben wir dann auch geholt. Zum Beispiel hier Knackleon. Mein erster und einziger bisher, der ist richtig selten. Zumindest in München. Und gestern im Stream habe ich auch rumgefragt und der scheint echt selten zu sein. Lilip, auch relativ selten. Habe ich auch bisher nur einen für Dex. Der Kaktus fehlt mir noch. Weil anscheinend kommt er nur bei sonnigem Wetter. Dann hier Stoll Junior. Der zweite. Er ist natürlich top, aber über den ersten habe ich mich mehr gefreut und der ist auch höher. Zeige ich euch gleich noch. Damiplex 100 hatte ich schon, aber für Savage haben wir den, glaube ich, geholt. Gubert hat sich voll aufgeregt als Fahrer, weil das so unnötig war. Zengo endlich! Der ist halt normal und der kommt halt nur bei diesem einen Wetter. Und zwei habe ich sogar bisher schon verpasst wegen Wetterwechsel. Aber endlich habe ich den bekommen. Der ist allgemein relativ selten. Das hat mich gefreut. Dann der hier. Hatte mich auch halbwegs gefreut. Das war der erste, den ich bekommen habe. Und seitdem ist er echt häufig. Der kam heute bereits 3-4 Mal. Also eigentlich nichts so Besonderes. Aber über den ersten freut man sich immer. Vor allem war der relativ hoch. Da gab es auch ein krasses Evoli. Zwischen 30 und 35. Ich weiß gerade nicht genau welches. Ich glaube 32 circa. Kann man immer mal mitnehmen. Evoli kriegt ja noch ein paar Entwicklungen. Und das hat mich auch sehr gefreut. Endlich ein gutes Onyx. Level 100. Nicht Level 100. Also 100%, aber Level 31. Werde ich auf jeden Fall demnächst entwickeln. Ein paar Bombers muss ich noch sammeln, dann kann ich den auf Max pushen. Weil Stalos ist echt nicht so schlecht. Und das war's eigentlich. Hier Tanzer. Habt ihr gesehen. Und Hydropi, über den freue ich mich auch sehr. Auch hohes Level. 31, 32 war der. Habe ich endlich alle Starter. Weil den hatte ich ja verpasst. Leider. Noturze, der ist auch richtig selten, ihr wisst, ich habe nicht mal genug Bonbons, um den zu entwickeln, so selten ist er bei uns. Anolith, war selten, kam am Samstag in der Früh 2-3 Mal, dann gar nicht mehr, Sonntag überhaupt nicht.
Und jetzt heute Morgen kam der noch einmal rein, also. Hat mich gefreut, dass ich den auch noch erwischt habe. Das war so die Ausbeute, ein paar andere Sachen noch. Hier zum Verbessern halt. Hohes Nidoran. Level 30er Macholo. Immer gut. Den entwickle ich direkt gleich. Kann ich immer gebrauchen. Ansonsten war's das. Höhepunkt auf jeden Fall Tanzer. Ihr habt's gesehen. Okay, ich entwickle den noch erst schnell und dann beenden wir das Video. Wie fährt der? Müsste so 2-4 ungefähr haben, glaube ich. 2-4, 2-5. Ja, zwischen 2-4 und 2-5. Oida, Counter Dynamic Punch. Direkt perfektes Moveset. Das freut mich. Auf jeden Fall, das war's. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vor allem, wenn ihr über solche Sachen Bescheid wissen wollt, was ich so gefangen habe, da poste ich immer Instagram und Facebook Stories. Ansonsten, checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.